Der Inbegriff gesunder Ernährung, wellnessbewegter Menschen. Rainer Pohl, Chef in einem Catering-Unternehmen, weiß, was Kunden wünschen. Kein Gramm Fett zu viel und nichts soll mehr an ein Tier erinnern. An ein Tier, das geschlachtet wurde. Bei dem sieht man zum Beispiel, hier ist noch Blut und ein Bluterguss. Das wird auch abgetrennt. Im Endeffekt wird alles entfernt, was, sagen wir mal, irgendwie die Leute stören könnte. Es sieht halt einfach clean aus, es ist sauber, keiner weiß mehr, wo es herkommt. Ja, man sieht halt schon den Ursprung kaum noch. Ne? Man sieht mal hier, das kann alles sein. Ne? Das ist halt einfach nicht mehr zu orten, ne? Wenn es ausgelöst ist. Doch der Erfolg der gebratenen Hühnerbrust bei den Konsumenten beruht auch auf seiner Farbe. Le Blanc nennen die Franzosen diesen Teil des Huhns, das Weiße. Mit dieser Farbe, so Marketing-Experten, verbinden die Menschen mehr als nur Gesundheit. Die Farbe Weiß wird immer dann besonders bedeutsam für die Menschen, wenn sie eigentlich in einer Krise stecken. Und zwar jenseits von irgendwelchen klinischen Bedeutungen hin zu Bedeutungen. Es ist rein, es ist natürlich, es ist unschuldig und es gibt Hoffnung. Solche Krisen können natürlich sein Ende eines Krieges, aber natürlich auch allgemeine Spannungen, wie wir sie jetzt weltweit haben. Wir können also sehen, dass sich in der Ernährung dann weiße Produkte besonders durchsetzen, aber auch in anderen Bereichen, in Packungsbereichen bis hin zum Automarkt, wo auf einmal weiß eine Trendfarbe wird, die also nun bedeutet Neuanfang, neue Kraft schöpfen, ja, einfach wieder Hoffnung schöpfen. An diesem Ort herrscht nur noch wenig Hoffnung. Die Hühnerfarm von Welbeck Asante. Zusammen mit seiner Familie hat der 78-Jährige sie bewirtschaftet. 6000 Hühner hatten in den Ställen einmal Platz. Doch mit den Importen des Gefrierfleisches kam für ihn der Ruin. Hier überall sind unsere Hühner groß geworden. Hier in diesen Stall kamen sie, wenn sie ausgewachsen waren. Hier waren sie schon groß. Hier und hier. Da hinten hatte ich noch Legehennen. Jetzt ist alles leer. Hier, da auch. Jetzt beten wir zu Gott, dass die Regierung und die Behörden dafür sorgen, dass uns geholfen wird. Dass keine Hähnchen mehr aus Europa hierher kommen. Wir müssen für die Zucht doch schon die Küken aus Europa importieren. Und jetzt schicken sie uns die zerteilten Schlachthühner. Ich bete dafür, dass uns die Behörden helfen. Den Brunnen hatte eine europäische Hilfsorganisation für Welbeck Asante gebaut. Seit 1998 liefert er Wasser für seinen Betrieb. Stillgelegt, wie die Maschinen zum Mahlen und Mischen des Hühnerfutters. Noch vor 3 Jahren hatte Welbeck Asante hier investiert. Fördergelder einer ghanaischen Bank für Entwicklungshilfe, umgerechnet rund 5000 Euro. Die Vertragsunterlagen sind noch komplett, doch die Investitionen vergebens. Ein wenig Obst und Gemüse baut die Familie noch auf dem Grundstück an. Ansonsten lebt sie von den Rücklagen, mit ungewisser Zukunft. Gerade für Asantes Sohn, die Chancen für Jugendliche in Ghana sind dürftig. Viele zieht es deshalb vom Land in die Großstadt. Irgendwie etwas verdienen, irgendwie durchkommen. Kofi Henaku vom Verband der ghanaischen Geflügelfarmer ist zurzeit häufig unterwegs in Accra und Umgebung. Etliche Hühnerfarmen in seinem Bezirk stehen vor dem Aus. Wenn man die Geflügelfarmen besucht, ist es offensichtlich, dass dort Depression herrscht. Die Farmer einfach frustriert sind.
Sie haben Geld in ihr Geschäft gesteckt, aber keine Chance auf einen Überschuss, den sie dann wieder investieren können. Da herrscht nur Frustration. Kofi Henna Kuh fährt Richtung Norden, zur Asante Farm, 60 Kilometer außerhalb Accras. Sein Verband will die Situation der Geflügelfarmer in seinem Bezirk genau dokumentieren. Viel mehr kann er hier nicht tun. Ghanas Kleinbauern haben in der jetzigen Situation keine Chance gegen die Konkurrenz der ausländischen Agrarfabriken. Nicht im eigenen Land, nicht auf dem globalen Markt. Die meisten Farmer haben gar keine Märkte für ihre Produkte. Sie produzieren und können nichts verkaufen. Das bedeutet, sie können ihren Bestand nicht mehr erneuern. Rund 40% unserer Bauern sind in einer Situation wie Asante. Und die anderen arbeiten weit unterhalb ihrer Kapazitäten. Vor 30 Jahren hatte Asante begonnen, Hühner zu züchten. Jetzt ist alles vorbei. Trotzdem hat er noch einmal ein paar Küken gekauft, für seinen Sohn, damit der wenigstens noch lernen kann, wie sein Vater Hühner gezüchtet hat. Die habe ich am Sonntag gekauft. Ja, importierte Küken, 5 Tage alt. Importierte Küken, klar. Die meisten müssen importiert werden. Aus Brasilien, Europa, Holland. Könntest du auch hier welche ausbrüten? Nein, unmöglich. Viel zu aufwendig. Dafür fehlt es hier an allem. Einen Neuanfang wird es hier wohl nie mehr geben. Das weiß auch Asante. Oya in der Nähe von Accra, ein kleines Dorf und ein Beispiel dafür, was Globalisierung für viele Entwicklungsländer bedeuten kann. Um das Dorf herum gab es früher jede Menge Hühnerställe, die Amas Farms. Die Menschen fanden dort Arbeit und Auskommen. Der ganze Ort lebte von den Hühnern. Heute sind auch hier die meisten Ställe leer, verfallen. Aber nicht nur die Farmer, ihre Arbeiter und deren Familien sind betroffen. Die Krise zieht Kreise, hat auch Folgen für andere Menschen. Die Futtermühle direkt am Dorfplatz. Ihr Besitzer Isaac Dwa Sarpong hat die umliegenden Höfe mit Hühnerfutter aus Mais beliefert. Mischungen, abgestimmt für Küken, mittelgroße und ausgewachsene Schlachthühner, Legehennen. Früher hatte er den ganzen Tag zu tun. Heute wirft er den Motor der Mühle nur bei Bedarf an. Ein paar Säcke am Tag, das ist alles, was Isaac Dwa Sarpong noch los wird. Hauptsächlich an Privatleute. Diese Kunden kaufen hier ihr Futter, weil sie zu Hause ein paar Hühner für den Eigenbedarf halten. Dem Müller reicht der Umsatz gerade noch zum Überleben. Andere, die hier gearbeitet haben, ernährt die Mühle nicht mehr.